Willkommen zu den Weltbildern. Weg hier, weg aus Deutschland, weg von langen Wintern, von alten, ungeliebten Gewohnheiten. Auf zu neuen Ufern. Immer mehr Deutsche denken so und wandern aus. Europa rückt zusammen. Es ist einfacher geworden. Scheinbar. Doch manchmal steckt der Teufel im Detail. Carmen Susenburger zum Beispiel erfuhr in ihrem neuen Leben, viele Spanierinnen können nicht reiten. Und auch ihre friesischen Pferde waren im Urlaubsort Chiclana de la Frontera eher unerwartete Einwanderer. Carmen, ihr Vorname passt perfekt nach Spanien. Doch Carmen Susenburger ist Deutsche und züchtet Friesen. Die muskulösen Hengste haben einiges Aufsehen erregt im Pferdeland Andalusien. 2005 ist Carmen ausgewandert und hat in der Nähe von Chiclana an der Costa de la Luz eine Finca gemietet, wo sie mit ihren beiden Kindern lebt und arbeitet. Kai ist 5 und geht in die Vorschule. Niklas ist 3 und im Kindergarten. Er war gerade ein bisschen krank. Es ist nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bekommen, sagt die alleinerziehende Mutter. Die Kinder sind mit Pferden aufgewachsen. Carmen ist aus gesundheitlichen Gründen nach Spanien umgezogen und auch, weil bei ihr gerade eine Beziehung in die Brüche gegangen war. Mit Pferden hat sie mehr Glück als mit Männern. Der schwarze Hengst Remco ist schon seit 18 Jahren an ihrer Seite. Corinna ist ausgebildete Pferdepflegerin und erst seit wenigen Wochen in Spanien. Sie möchte zunächst einen Sommer lang bleiben. Friesenhengst Remco ist ein echtes Showtalent und liebt große Auftritte. Doch hinter Remcos Können stecken immens viel Arbeit, weibliches Einfühlungsvermögen, aber auch eine feste Hand. Sind Sie denn als Reiterin in Spanien anerkannt? Ich sag's mal, als alleinerziehende Mutter hat man so das Problem, 50% der Männer finden das toll, was man macht. Jetzt mal von der Männerszene ausgesehen, von den Reitersleuten hier. Und 50% betrachten einen so ein klein bisschen als Freiwild. Alleinerziehend, da muss immer eine allzeitige Bereitschaft sein. Aber ich muss sagen, ich bin vor 2 Jahren ja hier hingekommen und als erstes auf die Feria de Caballo in Jerez, die größte Pferdemesse, die wir in Andalusien haben. Und habe da wirklich ein gutes Debüt geben können. Und die Leute, die haben gesehen, was man kann, die haben einem applaudiert. Und ich habe das noch nie gesehen, dass gerade Frauen wirklich so mitmachen, stehen auf der Tribüne, rufen, hey, Chica, und gehen wirklich mit. Also merkt man schon, dass wir in Andalusien ist, Pferdeland durch und durch, wo die Männer irgendwie alle reiten können, also sie meinen es zumindest, und auch die Frauen wirklich den Hut davor abziehen, wenn man als Frau reitet, weil gut reitende Frauen gibt es hier wenig. Und ich muss sagen, das hat dann doch schon einige Wege geebnet. Und ich habe dann auch direkt, nachdem die Messe vorbei war, die ersten Berittpferde und Aufträge für andere Shows bekommen und war dann irgendwie schneller, als ich mich versehen konnte, etabliert. Am Anfang war es trotzdem